Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Room Tour 2 mit Sparta. Genau. In der letzten Folge haben wir hier unten eine kleine Oasenschlacht geschlagen gegen ihn. War nicht ganz so erfolgreich, aber meine ganzen Einheiten haben überlebt. Das ist die Hauptsache. Und ja, da schauen wir mal, was wir diese Folge machen. Ich switch mal noch mal ein bisschen durch. Boah, ich mache die ganze Zeit die gleichen, ne? Ja. Ich habe gerade Makedonien gespielt und da dauert es ein bisschen länger. Die ganzen die ganzen Städte durchzuklicken. Die habe ich schon verbessert. Wir könnten ja auch mal das da machen und scheiße, er bleibt stehen. Ja, komm, warum nicht? Er sagt, um die 60-70% bleiben übrig. Dann schauen wir mal, weil nämlich die Balliste ist ein Riesenproblem für mich. Ein Riesen. Ja, Regen ist ganz gut. Regen ist sogar ziemlich gut. So. Ich würde auf jede Seite. Da hinten. Ich würde auf jede Seite Pikiniere tun. Auf jede Seite 2 Hopliten. Aber schon der Hauptangriff dann von hier. Die Kavallerie schaut mal zu. So, also. Die marschieren mal hier hin. So. Die marschiert hier hin. Der marschiert hier hin. Die marschieren dahin. Die da sind da. So, die zeigen nach da, okay. Doppelte Geschwindigkeit. Die müssen hier. So. Schießen die schon? Keltische Auxiliareinheiten, ja. Wieso schießen die nicht? Unser General wird angegriffen. Spartanische Piken! Piken bereit! Der lässt die jetzt in Ruhe, oder? Geht mal eher auf die hin.
Das ist gut. Die ersten sind schon. Ja, habe ich irgendwie vergessen. So, da brauche ich natürlich ein bisschen Zeit, um hier reinzukommen. Sehr gut. Krass, dass das bei Regen auch so schnell brennt, ne? Wie steht ihr denn da? Die sind ja ziemlich im Arsch. Ja. Doppelte Geschwindigkeit! Befehle? Bakana! Bereit zum Einsatz! Hoplitten! Zu Befehl! Wir haben einen Turm eingenommen! Sehr gut! Also, let's go. So, dann gehe ich mal außen rum und mach mal hier Ramazamba. Die Pikeniere gehen jetzt erstmal da rein. Oh, ja, aber ich kann eigentlich da rein, vielleicht rein. Gut, das war's jetzt auch. Schneller Nahkampf, Kavallerie! Portale! Hoplitten! Mörder! Gut. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Die Männer wanken.
Verluste 600. Er hat. Ja, okay. Also die Türme habe ich relativ schnell besiegt. Also eingenommen. Und wieder zurück. So, das war schon mal sehr wichtig. Die Kinder des Waldes. Soll ich die mal... Der kann nicht weg, okay. Der könnte wieder weg. Ich gehe mal hier hoch. Landwirtschaft. Minus 5 ist halt auch nicht so gut. Aber ja, ab nächster Runde geht's dann hoch. Gut. Ach, hier unten. Ja, da warte ich noch ein bisschen. Ja. Gut. Sparta lässt grüßen, ne? Heißt auch eine Armee von mir. Das ist auch lustig. So, okay, der greift an. Das ist natürlich sehr mutig von ihm, aber sehr dumm. Sehr mutig und sehr dumm. So. Wo kommt er her? Von da. Gut, dann würde ich sagen. Zwei hierhin. Flup. Und zwei. Dann eben nicht dahin. Da greift er nämlich auch gerne an. Dann machen wir. Die anderen zwei hierhin. Ach, so dumm. Dann zwei hierhin. Können die nicht mal normal stehen? Befehle verstanden. Nee, können sie nicht, okay. Wohin kommen die denn dann, wenn die nicht normal stehen wollen? Ah, also hier geht's gut. Dann bekommen wir hier zwei. Befehl verstanden. Eure Befehle? Ja, Kommandant. Geschosse bereit zum Einsatz. Es ist so schade, wenn die so dumm sind. So. Dann bekommt die hier die da. Der bekommt den General. Du Befehl. Die Kavallerie. Und wer ist noch übrig? Ah, genau. Die drei. General kommt dann da hinten. Die Kavallerie kommt dann dahin. Die drei kommen dann hier hin. Die dann machen mal verlangsamt. Ups. Haben sie schon? Ja, Kommandant. Haben sie schon. Dann die zwei. Gut, die stellen sich mal hier hin. Gut. Fertig. Unseren Beitrag leisten. Kämpfe mit Ehre und alles wird gut.
So, warte, die schicke ich mal schon mal in den Wald raus. Die hätten auch schneller erschießen können, ne? Dann wären jetzt 4 Leute noch am Leben. Also hier sind mehr Fernkämpfer. Was natürlich blöd ist. Wieder diese blöden germanischen Jugendlichen. Die sind immer sehr, sehr nervig. Alter, was die reinhauen. Komm mal schnell hierher. So, hier ist alles in Ordnung. Ja. Alles in Ordnung. Ja, hier ist alles klar. So, sehr schön. Da passt alles. Und die machen gerade Party. Gut. Da passt auch alles. Die jagen die jetzt wirklich bis zum Ende. Gut. Dann kommen wir nach Hause. Ja, denen geht's noch gut, denen geht's auch gut. Die sind halt der Eche jetzt voll gedrängelt, ne? Auch nichts mehr wirklich machen. Nur stehen zu bleiben. Die können da nicht wirklich was machen, ne? Ne, die warten hier auch alle. Dann machen die mal da was. Ja, oder die holen die ab. Kampfkavallerie bereit! Vorwärts! Durchbrechen!
Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, jetzt kann ich vorspulen. Genau, der generische General ist ja auch schon tot. 300 Verluste. Ja, 10. Ja, nee, 3 habe ich selbst gekillt. Das ist mehr als in Ordnung. Ah, hier. Die haben halt kaum angegriffen. Also ich war relativ schnell bei denen mit der Kavallerie, aber trotzdem haben sie richtig viel Schaden gemacht. Also nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Wow, gefühlt habe ich gerade die Folge angefangen und jetzt sind wir schon wieder bei 21 Minuten. Wow. Wow, 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 wow. Wirtschaftliche Absicht, Handeln, Landwirtschaft, Bündnis gebrochen, natürlicher Tod, Spionen, Rang erhöht, das ist wunderbar. Immer noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Siedlung wird belagert. 2 Runden, dann kapituliert sie. Ich müsste halt ganz da außen rum und es würden auch warte mal. Wenn ich jetzt Gewaltmarsch mache, dann komme ich bis hier hoch. Und also diese Runde, nächste Runde. Ja, gut. Ja, okay, dann schauen wir mal, ob ich noch rechtzeitig komme. Da kommt ein Tempel hin. Entschuldigung. Das hat mich jetzt natürlich wieder Mannskraft gekostet. Weil in den Bergen ist das nicht so praktisch für uns. Wir sind ja Südländer, ne? Wir vertragen das nicht. So, dann hier oben. Wir hungern nach einer Schlacht. Okay, dann nimm mal die da. Würden wir zwar safe gewinnen, aber ich will nicht so viele Verluste haben. So. Ah. Haha. Ui. Mache ich mal den Handel. Da mache ich mal Sklaven. Hier Forschung. Da mache ich mal weg. Da mache ich mal weg. Da mache ich mal Spion hin. So. Gut. Das wird ein Attentäter. Kurtisane, Geheimaktion. Jo, warum nicht? Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wie schon gesagt, letzte Folge
Bleibt gesund oder werdet gesund. Bleibt zu Hause. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank dafür. Und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich wiederhole mich. Bye.